Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin wieder da, ganz spontan, etwas überbelichtet hier, wie ihr seht, aber egal. Ich habe es gestern beim Zocken noch gesagt zu meinen Mates. Leute, es wird mal wieder Zeit für eine Pick-Em-Challenge. Und was sehe ich gerade auf YouTube? Die Pick-Em-Challenge ist da für das nächste Turnier in CS2. Und wir gehen einfach mal direkt in CS2 rein und gucken uns die Sache doch einfach mal ganz kurz an. Ich bin aktuell auch gerade, ehrlich gesagt, gar nicht im Business drin. Ich habe keine Ahnung, wo genau gespielt wird, wer überhaupt noch spielt. Ich bin absolut nicht mehr in der Szene drin, was den Pro-Content angeht. Und da haben wir es doch schon, Kopenhagen. Bla 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 bla. Wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Mein Klient needet erstmal ein Update, finde ich sehr schön, sehr schön. Was, glaube ich, auch bedeutet, dass ich es hier gar nicht sehen kann. So, der Profi-YouTuber ist wieder back in business. Ich habe ein Update gemacht und jetzt sehen wir hier auch schon Kopenhagen Major Hub and Items und klicken noch einfach mal drauf. So, was haben wir denn hier? Es sieht ein bisschen anders aus, wie wir es gewohnt sind aus den alten Pick-Ems. Es gibt wie immer einen Pass für den normalen ohne Tokens, den etwas teureren mit Tokens. Was ich jetzt allerdings schon rausfinden konnte, ist die Tatsache, dass man an der Pick-Em selbst dieses Mal sogar teilnehmen kann, ohne einen Pass zu kaufen. Das heißt, wir könnten jetzt einfach direkt loslegen und die Picks hier verteilen, wie wir halt denken, wer weiterkommt, wer nicht weiterkommt. Dazu werde ich auch noch mal ein separates Video wahrscheinlich machen, weil, wie ich schon erwähnt habe, ich bin absolut null im Business gerade und muss da erstmal gucken, wer wie und wo am Start ist. Und dann kann man natürlich eben wie gewohnt, wenn wir alle Picks gesetzt hätten, die Picks updaten. Das Spiel an und für sich läuft, wie wir es gewohnt sind. Man muss dann 5 korrekte Picks hier für die erste Stage machen und dann wieder die richtigen Picks für die nächste Stage und alles beim Alten, wie wir es kennen. Es gibt hier wohl auch ein Leaderboard, wo wir dann sehen können, wer von den Freunden was gepickt hat und wie die Medaille aktiviert wurde oder nicht. Ich werde mir einen Pass vermutlich auf jeden Fall auch noch holen und dazu dann aber ein separates Video. Hier sehen wir dann gleich die nächste Stage und dann nachher die Playoffs. Muss ich sagen, bisschen neues Design, muss man sich erst dran gewöhnen, wenn man die alten kennt, aber overall erstmal eigentlich ganz schick. Wie immer haben wir dann die Souvenir-Packages mit den Waffen drin. Wir können ja einfach auch schon einmal gucken, ob wir können ja einfach auch schon einmal gucken, ob die schon gelistet ist und wir sehen können, welche Waffen drin sind. Ich sehe jetzt noch nicht, sehr schade, das hätte mich jetzt interessiert. Ich schätze mal, der allgemeine Ablauf wird so sein, wie es immer war. Für richtige Picks bekommt man Tokens. Die Tokens kann man dann wieder in die Souvenirkisten umwandeln quasi. Mehr dazu dann im nächsten Video oder vielleicht auch einfach morgen in meinem Stream. Schaut doch einfach mal vorbei. Wir werden vermutlich so ab 20 Uhr, vielleicht ein bisschen früher, online sein auf Twitch. Link unten in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen und ein Like da. Ihr kennt das Spiel. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.